ich habe mir vorgenommen, mich mit interessanten Menschen aus meinem Wahlkreis zu treffen und mit ihnen über ihre Situation zu reden. Heute treffe ich mich mit Jasmin. Jasmin kommt aus Sinsheim und ich bin schon gespannt, was sie mir zu erzählen hat. Ja, hallo Jasmin. Hallo Gabi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können. Ich bin Jasmin, ich bin 26 Jahre alt, bin Ottersweier groß geworden, wohne mittlerweile in Sinsheim und mache hier in der Umgebung auch eine Ausbildung in der Medienbranche. Setze mich auch bei der Gewerkschaft ein und hoffe dadurch auch eine Stimme zu haben für die Jugend, weil mir liegt es ja am Herzen. Danke, dass ich da sein darf und bin gespannt, wie es heute wird. Ja, ich auch. Ich bin gespannt, was du mir erzählst. Sollen wir uns ein Stück hinsetzen? Gern. Auf. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben auf der Videoschalte zum Thema Corona, hast du ein Stück berichtet, was das mit Jugendlichen gemacht hat. Und mich würde interessieren, dass du mal so ein Stück schilderst, was das mit dir bzw. mit deinen Kolleginnen und Kollegen gemacht hat. Die Auswirkungen haben wir uns ja niemals so ausgedacht, weil wir sind ganz anders aufgewachsen, wir konnten immer feiern gehen und so weiter, aber manche Jugendliche, die haben das halt jetzt halt überhaupt gar nicht und es fällt halt weg. Und das Problem ist auch, das sage halt auch viele Studierende, die ich kenne, dass sie angefangen haben zu studieren und haben aber noch gar nie ihre Freundinnen oder halt die Menschen, die mit ihnen studieren, kennengelernt. Und dann ist halt auch noch das Problem so bei Homeschooling und das war bei vielen jüngeren FünftklässlerInnen vielleicht auch so, dass man viel mehr Stoff bekommt. Also das ist dann nicht so wie in der Schule, man hat 2 Stunden Unterricht, vielleicht mal noch kurz eine Pause, sondern man kriegt halt einen ganzen Batze. Und das macht auch ein psychischer Stress und es ist keine Seltenheit, dass man von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr da hockt. Also wie bei uns, als wir sind nach der Weihnachtsferie zurück in die Schule gekommen, jetzt haben welche auch die Ausbildung verkürzt und aber wir haben noch eine Halbjahresnote gebraucht. Und dann haben wir 6 Klausuren und eine Prüfung in 2 Wochen geschrieben. Und das war einfach viel zu viel und die Note, die wir da geschrieben haben unter dem ganzen Stress, wir haben erstens mal den Stoff, den haben wir gelernt und wissen den jetzt halt nicht mehr, weil das halt einfach nur, wir wussten, es wird eine Note geben. Auf der anderen Seite können wir uns dann verbessern, das wird in dem Abschlusszeugnis stehen und das wird andere Schulkinder genauso gehen. Also ich hoffe, dass da die Politik sich einsetzt und sagt, hey, wir müssen da ein bisschen den Druck rausnehmen. Ich glaube, wenn, dann sind es ja 2 Sachen. Also einmal ist die Frage, wie gestaltet man zu Pandemiezeiten Unterricht und, dass nicht alle in einer Klasse können und, wissen wir auch. Aber da, glaube ich, sind wir in Schulen an vielen Ecken noch viel zu schlecht vorbereitet. Und das andere, und das, da denke ich mal, das ist der Knackpunkt, dass man sich viel zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, was macht es mit jungen Menschen, wenn sie zu Hause sitzen, zum Teil unter ganz schwierigen Bedingungen, wenn sie auch die nötige technische Ausstattung nicht haben, den Druck aber gleichzeitig haben, ich muss meine Ausbildungsprüfung irgendwann machen und dort eigentlich keine Begleitung. Also es muss ja nicht immer gleich ein Psychotherapeut kommen und alle therapieren, aber Angebote für junge Menschen, wie man mit dieser Situation umgehen kann, dass es nicht längerfristige Schäden auch hat. Ich glaube, da liegen große Versäumnisse in der Vergangenheit und da müssen wir auch was tun, da hast du vollkommen recht. Die haben halt vielleicht 3 Laptops, aber 5 Kinder. Aber weißt du was, ich unterbreche dich ja ungern, aber es fängt an zu regnen. Ich hätte eine super Idee, wir verziehen uns irgendwo unter das Dach, bevor wir bitte nass sind und nehmen die Stühle dafür mit. Hat er aufgehört? Zum Glück. Ja. Ja, wir waren stehen geblieben bei der Frage Digitalisierung, weil du ja gesagt hast, du hast einen Laptop von deinem Arbeitgeber und konntest da zumindest ein Stück was während der Pandemiezeit auch für deine Ausbildung machen. Ist sicherlich ganz wichtig gewesen. Die Frage ist nur, reicht es? Hat es gereicht? Nein. Also wir sind sehr gut aufgestellt im Sinne von Online-Angebote und wir haben auch Zugänge, die wir brauchen, zum Glück.
Aber viele haben das halt natürlich nicht. Und ja, da wünsche ich mir halt von den ArbeitgeberInnen und auch ein Stück weit für die Studierende, dass das auf jeden Fall aufgenommen wird, weil wenn das nicht vorbei ist, dann brauchen wir das. Und, und wenn dann auch jemand zu Hause ist und zum Beispiel keine funktionierende Internetleitung hat, dann ist das ein Riesenproblem, weil man halt ganz viel verpasst. Du machst ja eine klassische Berufsausbildung. Das heißt, nach dem Berufsbildungsgesetz hast du einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Und ich glaube, bei deiner Ausbildung ist es ja auch ganz wichtig, dass du Praxiserfahrung sammelst. Das ist ja jetzt, sage ich mal, bei dir, wie bei vielen, die eine Ausbildung machen, ja, wie soll ich das sagen, unter die Räder gekommen. War ja nicht möglich. Da ist ja die spannende Frage, was heißt das denn jetzt? Weil du hast Prüfung irgendwann, ihr Prüfung. Und wie kannst du das wieder aufholen? Kann man es überhaupt aufholen? Oder bedeutet das, man muss auch gucken, wie man zumindest für dieses Ausbildungsjahr, was so extrem auch jetzt davon betroffen ist, noch mal eine andere Lösung findet? Gibt es da eigentlich so eine Diskussion bei euch, wie man jetzt damit umgehen kann, weil euch ja so ein Praxisteil auch fehlt? Also wir schreien danach, dass wir das halt aufholen können, aber es geht halt irgendwie auch nicht, weil die Ausbildung geht jetzt bei uns 2,5 Jahre und nee, kann man leider nicht aufholen. Und das ist halt so auch meine Erfahrung, die da jetzt halt zurückgeblieben ist. Dadurch entsteht wieder die Zukunftsangst. Ja. Weil man denkt, oh Gott, kann ich überhaupt was? Und habe ich genug gelernt? Oder muss ich danach noch irgendwas privat mehr machen, was man eigentlich gar nicht machen kann? Weil ich lerne das ja eigentlich von denen Leuten, die das mir beibringen. Deswegen mache ich ja auch die Ausbildung. Und in der Schule ist das aber genauso. Viele LehrerInnen waren halt nicht vorbereitet dafür. Dann ist der Unterricht ausgefallen. Die ersten 2 Mal ist das bestimmt auch cool. Ja, gut. Wenn man dann auch vielleicht mal länger schlafen kann, aber dann merkt man halt, okay, jetzt hat ich da, ich habe im November Prüfung und mir fehlt ganz viel Stoff. Dann kommt Hilfe. Ja, jetzt sag mal, weil du hast Prüfung, dir fehlen eigentlich Praxisteile, die du während der Prüfung ja auch brauchst. Ihr habt eine theoretische Prüfung und auch eine praktische, oder habt ihr eine rein theoretische Prüfung? Also wir haben eben einmal mündlich und dann nur Theorie. Aber trotzdem, die Inhalte, die abgefragt werden, bauen darauf auf. Okay, das hieße ja, eigentlich muss man das nachholen. Jetzt sind wir ja realistisch. Du kannst dich nicht auf eine Prüfung vorbereiten und gleichzeitig versuchen, so ein Jahr nachzuholen. Das funktioniert nicht, weil der Tag ist deshalb auch nie länger. Und der Kopf auch nie größer, genau, dass da schneller was reinpasst. Da ist ja die Frage, macht es Sinn, auch sozusagen für diesen Jahrgang, schaut man, wer sagt, ich hatte die Gelegenheit nicht oder es gab einfach die Gelegenheit nicht, dass man nochmal die Ausbildung verlängern sollte, auf Wunsch. Ist das eigentlich eine Lösung, die mit euch diskutiert wird? Weil man muss, ich sag mal, ich bin ganz froh, dass du jetzt mit mir redest, weil es geht ja immer darum, dass ihr auch mal sagen müsst, Mensch, na, mir hilft es, wenn ich zum Beispiel ein halbes Jahr länger machen kann. Oder natürlich auch zu sagen, nee, das ist nicht die Lösung, ich brauche Angebote jetzt. Und wie können die denn aussehen? Also das Ding ist, darüber aktiv wird irgendwie gar nicht nachgedacht. Ich persönlich habe gesagt, ich würde sicherlich gern noch mal verlängern, damit ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel auf Außendrehs zu gehen oder Stationen zu machen, die halt wegen Corona ausgefallen sind. Weil ich verstehe das auch, wenn man irgendwo im Studio ist, dass da halt nur die notwendigsten Leute sein dürfen. Ich verstehe das. Aber trotzdem fehlt mir das ja. Und das kann ich auch nicht irgendwann mal noch nachholen nach der Ausbildung, weil dann ist sie ja fertig. Ja, die Frage ist ja, ist es eine Lösung, wenn du hast ja deine Ausbildung, du hast die Prüfung, wenn man jetzt sagt, es besteht die Möglichkeit, dass du deine Prüfung verschieben kannst. Also, dass man die noch mal ein halbes Jahr hinten rausschiebt. Siehst du es als eine Möglichkeit oder sagst du, nee, das bringt mir jetzt auch nichts? Auf jeden Fall. Also, ich persönlich sage, mir wird es auf jeden Fall was bringen. Und ich nehme das auch in Kauf. Man hat dann natürlich auch immer diesen Leistungsdruck, dass man ja dann auch irgendwann mal richtig anfangen will zu arbeiten. Andere verstehe ich aber auch, die sagen, okay, mir war das ist einfach zu viel, ich muss jetzt endlich mal wieder raus, ich will endlich mal was machen, ich möchte so schnell wie möglich die Ausbildung fertig machen. Und da wünsche ich mir halt aber auch diese Toleranz und die Möglichkeit von den Arbeitgeber, dass ich sage, okay, wenn jemand verlängert, dann biete ich ihm oder ihr auch die Möglichkeit,
den versäumten Ausbildungsinhalt nachzuholen, weil ich finde, daran mangelt es oft am meisten. Aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit und das Gute wäre halt auch, wenn das jeder für sich selber entscheiden könnte. Ja. Es muss so individuelle Möglichkeiten geben, situationsbedingt, damit wir der Generation, die jetzt betroffen war, auch gerade in der Ausbildung betroffen war, auch die Möglichkeit geben, ihren Beruf zu erlernen, ihn gut abzuschließen, um dann auch im Beruf arbeiten zu können. Ich würde mir mehr Engagement auch durchaus von jungen Leuten wünschen und nicht einfach zu sagen, die Politik muss die Antwort geben, sondern ich glaube, die Antwort liegt nur in einem Miteinander. Oder liege ich da falsch? Nee, total, auf jeden Fall. Ich glaube, das Ding ist auch, dass man einfach mehr Reichweite braucht. Ich bin da auch erst durch meinen Betrieb dazugekommen, aber es macht mir total viel Spaß, weil wir da eben was gemeinsam machen. Man lernt andere Menschen kennen, auch aus verschiedenen Berufen. Und da sieht man erstmal, was für Möglichkeiten man überhaupt hat, wie Anträge schreiben und mitdiskutieren, Lösungen suchen, weil das betrifft uns ja nicht nur jetzt, sondern wir legen jetzt den Grundbaustein für viele, viele Jahre. Und wenn man sieht, was die Gewerkschaften schon alles gemacht haben, natürlich auch Parteien, ich bin da halt mehr in der Bubble von der Gewerkschaft drin, dann bin ich heute froh, dass ich jetzt halt momentan hier sein kann und so schön leben kann. Und was wir vor allen Dingen aber brauchen, sind Menschen wie dich auch, die mit uns im Gespräch kommen, die mit mir im Gespräch kommen. Damit ich sagen kann, ich will ja etwas für dich auch im Deutschen Bundestag tun, aber dazu muss ich auch wissen, was bewegt dich. Und das finde ich ja auch schön, dass wir uns heute getroffen haben, ich auch die Möglichkeit habe und ich finde es auch schön, es ist kein einziger Mensch allwissend und die Nähe aber zum Wahlkreis, die ist ja da und das schätze ich und das finde ich schön und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und super. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, oder? Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und dir nochmal ganz viel Daumen drücken, schon mal für deine Prüfung und jetzt hoffen wir mal, die Sonne scheint. Und wenn die Sonne scheint, ist es schon mal das erste gute Zeichen heute und das nächste ist, dass wir nicht wieder in einem Lockdown müssen, dass du deine Ausbildung auch machen kannst. Weil du hast mir ja auch erzählt, dass du noch viele tolle Sachen in der Ausbildung hast. Das wäre klasse. Das stimmt. Alla. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.